Morgen. Du weißt, dass ich das nicht mag, oder? Ja, sorry, ich hab's verplant. Mike und ich wollten noch seinen Karren fertig schrauben. Wie, Mann, ich dachte, nach fast einem Jahr wäre ich dir mehr wert als ein Quickie und schnelles Verpissen am Morgen. Fabi, das hatten wir doch schon alles. Das ist einfach nicht mein Ding. Nicht dein Ding? Vor 5 Stunden schien es aber noch sehr wohl dein Ding zu sein. Ich bin nicht schwul. Ich bin halt hin und wieder einfach zu dicht. Weißt du was, manchmal bist du wirklich ein Arsch. Sehr schmeichelnd von dir, dass es immer das Bier ist. Hör zu. Ich wollte dich nicht verletzen. Wenn ich schwul wäre, wärst du, glaube ich, mein Traummann. Oh, jetzt muss ich echt los. Sehen wir uns demnächst wieder? Oder bist du mal wieder sehr beschäftigt? Wie wär's? Heute haben wir ein kleines Rennen. Es wäre echt cool, wenn du dabei wärst. Ich hätte echt gerne Fotos von mir, wenn ich fahre. Und du? Du fotografierst doch gerne. Danach gehen wir in den Bauwagen, trinken einen zusammen. Es wird lustig. Ich glaube, das ist keine gute Idee, wenn ich dort auftauche. Ah, was? Da hat niemand ein Problem zu haben. Und außerdem bist du doch mein Gast. Du musst ja keinen angraben. Na gut, ich überleg's mir. Aber rechne mal nicht mit mir, okay? Okay, also dann. Danke für die Erfahrung, gell? Wir sehen uns. Fabi? Fabi! Lass es schmecken. Was ist? Schmeckt es da nicht? Doch, ist lecker. Habt ihr gestern einen schönen Abend gehabt? Ja, hat gepasst. War ganz witzig. Ach komm, mein Großer. Lass dich nicht ausnutzen. Schau, ich verstehe dich ja. Und ich will wirklich, dass du glücklich wirst, aber gib dir nicht dafür her. Das quält dich bloß. Ich weiß. Und vielleicht hast du recht, aber momentan möchte ich einfach nur, dass doch noch alles gut wird. Ich habe irgendwie keinen Hunger. Ich wollte eh noch zu Timo. Hab dich lieb, Mann. Er hat doch überhaupt keine Ahnung. Der weiß überhaupt nicht, wie es mir vorgeht. Der spinnt doch. Der beste Kommentar ist einfach nur: Also dann, danke für die Erfahrung, gell? Wir sehen uns. Was ist das denn bitte? Oh weh. Feinfühlig wie immer. Ja, was soll ich jetzt bitte machen? Ich kann nicht auf das Rennen gehen, geschweige denn in den Bauwagen. Die bringen mich doch um. Keiner von denen kann mich ausstehen. Ich sollte das Ganze einfach beenden. Aber dann ist auch die Freundschaft mit Benny im Arsch und das Ganze ist einfach so unnötig bescheuert. Das war es bei uns beiden damals auch. Unnötig bescheuert. Aber unsere Freundschaft lebt immer noch. Also mach dir darüber mal keinen Kopf. Meinst du, Lea, sie lebt wieder richtig auf? Oder hast du den Rest vergessen? Ich finde, du solltest jetzt dahin gehen. Komm schon, das ist die Chance. Wenn du die sausen lässt, wird das nie was. Ah, ja. Mensch, Fabi. Das war doch ein Wink mit dem Zaunpfahl. Ich meine, das ist sicherlich nicht grundlos und schon gar nicht ohne Hintergedanken. Scheiß auf die Leute im Bauwagen. Du bist Bennys Gast. Die werden sich schon benehmen. Geh dahin. Danke. Dir? Passt
Theobald. Ich bin überrascht, dich hier zu treffen. Hat er dich weich gekocht? Ja, was sollen wir machen? Das ist Freundschaftsdienst. Freundschaftsdienst. So nennt ihr das also? Weißt du, Fabi, es gibt Leute, die haben Menschen wie uns nicht verdient. Ich sehe es an deinem Blick. So habe ich auch immer ausgesehen. Aber ich habe mich damit abgefunden und bin darüber hinweg. Solltest du vielleicht auch mal versuchen. Tja, schön, wenn man seine Fans hat, nicht wahr? Zum Sieg. Du Held. Danke, danke. Und, hast du was Gutes erwischt? Ja, sind ein paar ganz gute Schüsse dabei. Schau sie mir zu Hause gleich mal an. Ja, aber nicht mehr heute. Erst gehen wir ein Trinken. Nein, ich gehe da nicht mit. Ach, scheiß nicht rum. Geh jetzt nach Hause, mach mich fertig. Dann treffen wir uns im Bauwagen. Lass uns krachen. Jetzt mach nicht rum wegen Mike. Ist heute nicht zum Rennen gekommen, also kommt er auch nicht im Bauwagen. Keine Ahnung, wo der steckt. Selbst wenn er kommt, die tut doch keiner was. Und außerdem bin ich doch da. Ich pass schon auf dich auf. Ja, klar. Schaut aus, pack mal so. Also dann, abgemacht, später. Prost, ihr Säcke! Prost, du Sack! Auf die Weiber! Zack, zack, zack! Hoch die Röcke! Rein die Flöcke! Sander nicht erlaubt. Okay, wenn ich eine sehe, dann gebe ich dir Bescheid. Jetzt pass mal auf. Ich gebe dir gleich was, woran du lutschen kannst. Wenn ich dich richtig einschätze, wird es dir auch noch gefallen, ne? Also auch ein Spuchtel.